Ja, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren, längst überfälligen Ausgabe von Bogensportblog.de Parcours-Vorstellungen. Wir sind heute gelandet im wunderbaren Bad Belzig. Schönes kleines Dorf, kleines Städtchen, sorry für das. Weg zum Parcours, gut zu finden, kurze Fußstrecke, konntet ihr eben schon sehen. Ich habe da den Zeitraffer benutzt, damit euch nicht ganz so sehr langweilt. Bin jetzt hier angekommen am Gelände, das habt ihr auch schon gesehen, wie man sich im Buch einträgt etc. Ist ja Standard soweit. Hinter mir kurzer Blick auf die Einschusswiese. Stretching habe ich natürlich auf dem Weg schon erledigt, ganz klar. Man sollte immer nur aufgewärmt Bogenschießen gehen. Was sehr geil ist hier, um seine Notdurft zu stillen, wenn sie denn eintritt. Hier gibt es tatsächlich auf dem Parcoursgelände Toiletten und man glaubt es kaum, die sind definitiv sauberer und besser bereinigt und hergerichtet als wie die meisten Parkplatztoiletten, die es hier in deutschen Raststätten so gibt. Definitiv, sollte man unbedingt mal besuchen. Und ja, ansonsten mache ich mich jetzt noch ein bisschen fertig und dann geht es auch gleich los. Viel Spaß! Und als Ziel 2 gibt es heute mal wieder Ratten. Leicht in der Kuhle hier drinnen. Und da stehen sie schon, die kleinen Biester. Los geht's. Ziel Nummer 3, geschossen vom blauen Flock, dass man mal das Gelände kurz sehen kann. Hier geht es schön runter, geschossen wird, Hang auf, leichte Steigung auf die Wildsau. Und die, na die rocken wir jetzt, oder? Und geschossen wird an Ziel 4 auf die 2 Junghirsche. Und go for it! Ziel Nummer 5, geschossen vom blauen Flock, bergab durch die Baumgasse durch auf das liegende Reh. Und da ist es auch schon. Ziel Nummer 6 ist ein Hunterschuss und zur Zielerläuterung auch hier wunderbar gekennzeichnet alles, wie übrigens sehr vorbildlich alle anderen Ziele hier auch. Und auch, um das nochmal zu erwähnen, nachdem ich mich bei der Parcoursvorstellung von Helsa ja so positiv darüber aufgelassen habe, muss ich das natürlich hier auch tun. Super alles gekennzeichnet, auch Sicherheitshinweise zwischen den Zielen, dass man anderen Schützen nicht in die potenzielle Schussbahn reinläuft. Klasse Parcours bis jetzt, ich bin gespannt, was noch kommt. Ein Pfeil auf ein Ziel der eigenen Wahl, geschossen wird vom blauen Flock, über einen kleinen Hügel drüber und wahlweise auf, ja, ich würde mal sagen, das ist ein Kranich, ein Erdmännchen vielleicht Und so wie das aussieht, ein Fischotter, der einen Fisch reißt, der hier aus dem Boden springt. Okay, gehen wir es an. Okay, nach Ziel 6 weiß ich gerade nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Also für mich als Laien sieht das aus wie, tja, also definitiv irgendwas zum Schießen, was explodieren kann. Man weiß es nicht, aber ich werde das besser mal nicht anrühren. Ich kann das auch nur empfehlen, besser nicht anzurühren. Hier Ziel Nummer 7 hat mich erstmal ein bisschen erschrocken. Zielerläuterung, 3 Pfeile auf bewegte Scheibe, Wertung gelb gleich Kill und schwarz gleich Körper. Man sieht da, wenn man den Weg kommt, eine Scheibe, die sich erstmal nicht bewegt. Und ich denke mir, warum auf so einem schönen Parcours so ein merkwürdiges Scheibenziel aufbauen? Aber dann kommt man ein wenig näher und sieht hier einen Griff runterbaumeln, der zu einem Seilzug führt. Der Seilzug führt zur Scheibe und die Scheibe bewegt sich tatsächlich. Ich demonstriere das mal gerade. Wenn man hier dran zieht, kann man die Scheibe bewegen und kann dann drauf schießen. Bringen die Kamera in Position und dann schießen wir darauf. Nach Beenden des Schießens auf die bewegliche Scheibe sollte man noch auch so freundlich sein und sollte die Fixierbalken links und rechts oder die Fixierstämme links und rechts wieder in die Scheibe einhaken, damit die sich nicht von selber bewegt, durch den Wind bewegt wird oder sonstiges. Aufgepasst, auch beim Starten der Scheibe nicht einfach am Seil ziehen, sondern natürlich vorher die Balken entfernen, weil sonst ruckelt man nur die Balken hin und her. Ziel Nummer 9, Fächerschuss, Zielerläuterung, ein Pfeil auf jedes Ziel. Von gleicher Position in Folge ohne Vorgabe der Reihenfolge. Ansonsten haben wir auch hier, wie fast überall auf dem Parcours, einen roten, einen, da ist er, blauen und einen gelben Flock. Hier wie gesagt, Fächerschuss, 3 Ziele. Einmal dort als drittes von blau auf blau. Zweites Ziel von blau auf das Mouflon und das erste Ziel, das liegende Mufflon dort hinten, und die werden wir jetzt der Reihe nach beschießen. Ziel Nummer 10, 3 Hasen, auch hier freie Wahl der Ziele, maximal 3 auf 1 oder aber je ein Ziel, ein Pfeil. Geschossen wird vom blauen Flock, kurze Distanz, 3 Hasen im Schatten der Tanne und die werden wir, ihr werdet es kaum glauben, beschießen. Reihenfolge Mitte, rechts, links. Und los geht's. So, und nach nun etwas mehr als dem ersten Drittel nach Ziel 10 kommt auch zwischen 10 und 11 die kleine Bank für eine Pause oder eine Rast, und die werde ich jetzt auch gleich benutzen, bevor es dann weitergeht zu Ziel 11. Ziel Nummer 11, geschossen vom blauen Flock. Über die minimale Senke drüber auf den Falken, der einem mit dem Rücken zugewandt auf dem Baumstumpf sitzt und natürlich darauf wartet, beschossen zu werden. Es sah auch nur aus wie der Rücken, tatsächlich reckte uns die Brust entgegen. Und die werden wir jetzt gleich beschießen. Ziel Nummer 12 nach dem Falkendesaster. Geschossen vom blauen Flock in die Senke rein und auf einen Luchs, der sich prima tarnt hier. Da steht er und den beschießen wir jetzt. Am Luchs übrigens auch hier am Baum zwei kleine Eichhörnchen. Da muss wohl vor kurzem eins zerschossen worden sein. Das, liebe Bogenschützen, Bogenschützinnen, sind keine 3D-Ziele. Die sind einfach nur zur Deko da. Also bitte nicht drauf schießen, wäre schade drum. Und Ziel 13, geschossen wird vom blauen Flock. Über den kleinen Weg drüber, etwas hangaufwärts auf den stehenden Bären. Ja, was lässt sich bis jetzt zum Parcours sagen? Super schöner, gut hergerichteter Parcours. Habe bis jetzt wirklich noch nichts zu bemängeln. Es gibt eine Sache, die mir hier wahnsinnig auf den Keks geht. Das habe ich auch so noch nirgendwo anders in ganz Deutschland erlebt. Die entschuldigt die Ausdrucksweise, scheiß penetranten Mücken verfolgen einen hier teilweise wirklich über den ganzen Parcours. Hier ist ein Mistviech an mir dran seit Ziel 3. Ich kriege das nicht los, ich kann es nicht erschlagen, ich weiß nicht, woran es liegt. Nehmt auf jeden Fall irgendwas mit, womit ihr euch einschmieren könnt, solltet ihr im Sommer oder im Frühling hier sein. Und ansonsten killt die Viecher einfach. Jetzt geht's auf den Bären. Viel Spaß damit. Halbzeit, Ziel 14 auf dem Parcours. Auch hier wieder zur Zielerläuterung. Freie Wahl des Ziels. Maximal 3 Pfeile auf ein Ziel der eigenen Wahl, beziehungsweise aufgeteilt 3 Pfeile auf alle Ziele. Zwar nicht bewegt, aber durchaus hängend. Das hier sind Wildgänse oder Wildenten, whatever. Auf dem wunderbaren Plan steht's. Und die werden wir jetzt beschießen. Ich hoffe, die kriege ich alle gut für euch rein. Und los geht's. Ziel Nummer 15, der im Wald sitzende, fette, balzende Truthahn. Den alten Lustmolch, den werden wir jetzt befeuern. Tja, wahrscheinlich werde ich es eh schon im Untertext geschrieben haben. Der Truthahn war nicht Ziel 15. Tatsächliches Ziel 15 ist jetzt hier. Reh und Recke. Treffer auf dem Rehkitz bedeutet 0 Punkte für das Ziel. Ja, Babys soll man nicht töten, vollkommen richtig. Der Truthahn war Ziel SS, whatever that means. Und hier Ziel Nummer 15, geschossen wird vom blauen Flock. Die Mücken verfolgen mich immer noch. Das, obwohl ich extra geduscht habe heute Morgen. Da hinten sieht man das Reh liegen. Das Rehkitz schaut links heraus, das darf man nicht treffen. Geschossen wird durch die Gasse aus 2 Bäumen. Gehen den Weg ein wenig ab. Wie ihr gemerkt habt, spare ich mir das jetzt ein, machen wir nicht bei jedem Ziel. Klaut Zeit und euch bringt es auch nicht so viel. Da schießen wir jetzt drauf. Ziel Nummer 16, geschossen vom blauen Flock. Etwas Hangneigung, geschossen wird auf Wölfe, heulend und sitzend. Und auf die schießen wir jetzt. Bin gleich wieder da, Rotkäppchen und Körbchen. Alright. Ziel Nummer 17, geschossen wird hier bei Belieben vom Baumstamm oder aber auch vom blauen Flock. Ich schieße natürlich vom Baumstamm. Hier wird allerdings nochmal freundlich darauf hingewiesen, Achtung, die Nutzung des vorgezogenen Abschlusspunktes erfolgt auf eigene Gefahr. Ja, ist ja auch richtig so. Geschossen, wie gesagt, wird vom Baumstamm auf diesen kleinen Luchs, die Wildkatze, und die beschießen wir jetzt. Ziel Nummer 18, die Eule und Hinweisschild, das Beschießen des Raben auf eigene Gefahr und außerhalb der Wertung. Geschossen wird vom blauen Flock. Mittlerweile kommt das Wetter, was angesagt war. Herrlicher Sonnenschein, Himmel klärt auf, alles ist schön blau und schön grün und sonnenbeschieden hier im Wald. Geschossen wird auf die wirklich anspruchsvolle und kleine Eule. Gehen wir ein bisschen näher ran, damit wir das kleine Biest auch sehen. Da ist es. Ein Wunder, dass es noch lebt. Kopf war wohl schon mal ab. Und den kleinen Kauz beschießen wir jetzt. Ja. Kopflos in Bad Belzig. Sorry. Jetzt versuchen wir das Ding irgendwie wieder da dran zu bekommen. Nicht, dass mir hier noch jemand nachsagt, ich habe die Ziele zerstört. Aber die war schon etwas geschunden. Ziel Nummer 19, der Biberbau. Auch hier wieder wie immer freie Wahl des Ziels, maximal 3 Pfeile auf 1 oder aber eben 3 Pfeile auf alle Ziele aufgeteilt. Geschossen wird vom blauen Flock auf die Biberburg. Wir gehen ein bisschen näher ran. Auch die Biester verdammt klein. Mittlerweile ist es richtig heiß geworden. Reihenfolge links, rechts, Mitte. Und da sind sie auch schon. Die werden wir jetzt beschießen. Ziel Nummer 20, mittlerweile vor lauter Sonne gar nicht mehr auszuhalten. Wird geschossen vom blauen Flock, nennt sich alter Sack. Ja, und ein alter Sack ist das auch. Ich gehe ein bisschen näher ran. Alter Sack hängt an der Leine, 2 blaue Punkte drauf. Die stellvertretend nehme ich mal an fürs Kill stehen, und den alten Sack, den beschießen wir jetzt. Ziel Nummer 21. Geschossen wird vom blauen Flock, Hang ab auf ein Mini-Wiesent. Und das schauen wir uns ein bisschen mehr aus der Nähe an. Das alte Stück dreht uns ganz arrogant die kalte Schulter zu, die es uns zeigt. Und die werden wir jetzt beschießen. Ziel Nummer 22 wird geschossen vom blauen Flock oder aber, so wie ich das tun werde, vom Baumstamm. Hier Zielerläuterung, Treffer auf den Frischling bedeuten 0 Punkte für das Ziel und ein Achtungsschild, Nutzung des vorgezogenen Abschusspunktes erfolgt auf eigene Gefahr. Dessen bin ich mir, wie ich jetzt hier per Videobeweis kundtun möchte, vollkommen bewusst und werde natürlich vom Flock, vom Baumstammflock, auf die Wildschweine, die mir jetzt ein bisschen schlecht sehen kann, weil die Sonne so runterknallt, schießen. Deswegen gehen wir da ein bisschen näher ran, positionieren die Kamera und werden gleich auf die Rotte schießen. Hier geht es wieder berghoch, geschossen wird also über die Senke. Da steht Mama Wutz und dahinter der kleine Frischling, den wir tunlichst nicht treffen wollen. Auf geht's! Ziel Nummer 23, geschossen vom blauen Flock, geschossen wird auf das fliehende Reh. Ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse noch ein bisschen mitmachen und dass wir das auch vernünftig reinkriegen werden. Und darauf schießen wir jetzt. Ziel Nummer 24, geschossen wird hier vom blauen Baumstamm. Da es hier kein Schild gibt, was auf die extra Gefahr hinweist, gehe ich mal von aus, dass der hier nicht gefährlich ist. Und geschossen wird auf die Fasane. Auch hier wegen dem Sonnenlicht ein bisschen schwer zu sehen. Gehen wir etwas näher ran. Der eine ist gerade am Durchstarten und der andere reckt uns hier stolz eine Fasanenbrust entgegen. Und die beiden, die werden wir jetzt beschießen. Auf geht's. Zielnummer 25 geschossen wird von diesem Wackelbrett. Idee ist ganz geil auf jeden Fall. Mir persönlich wackelt es ein bisschen zu wenig. Vielleicht mache ich aber auch irgendwas falsch. Und es müssten eigentlich noch Sicherungsseile ab, aber ich werde hier nicht dran rumschrauben. Cool gemacht definitiv. Zeugt auch einfach mal davon, dass die Leute sich hier wirklich Gedanken machen, den Parcours aufwerten mit irgendwelchen Gerätschaften, Eigenkonstruktionen, sonstiges. Finde ich cool. Wie gesagt, ein bisschen mehr wackeln könnte das hier. Ist aber ein ganz persönlicher Kritikpunkt. Und ja, geschossen wird hier über den kleinen Weg drüber auf den Dachs, der sich hinter der Senke am Hang anpirscht, auf was auch immer. Und den werden wir jetzt beschießen. Ziel Nummer 26, geschossen wird vom blauen Flock zwischen 1, 2, 3, 4, 5 Bäumen durch auf den Rehbock. Hahaha, also Spaß beiseite, geschossen wird auf den Rehbock. Auch der zeigt uns die kalte Schulter. Uriger Weg. Hier unten wahrscheinlich ein schöner Fuchsbau drinne. Man weiß es nicht, ich will auch nicht nachgucken. Hier überall so eine kleine Löcher drin. Da ist er, der Rehbock, und auf den schießen wir jetzt. Ziel 26. Ziel Nummer 27 sind 3 Zielscheiben. Und da denke ich mir dann, okay, 3 Zielscheiben. Wie gesagt, ist nicht so meins, werde ich jetzt auch auslassen und zu Ziel 28 weitergehen. Zielerläuterung trotzdem, 1 Pfeile auf jede Scheibe. 1, 2, 3, links beginnend, längste Distanz geht's also los. Wertung ist gelb gleich Kill, schwarz gleich Körper. Und wie gesagt, lasse ich an der Stelle jetzt aus. Wer das gerne macht, kann das natürlich gerne machen, jedem sein Ding. Und ich gehe weiter zu Ziel 28. Ziel Nummer 28, Zielerläuterung, gleitender Abschusspunkt. Vom rechts beginnt nach links Abschusspunkt suchen, zurückgehen ist nicht erlaubt. Okay, das heißt, ich starte also rechts beginnend, nach links gehend, suche mir einen Abschusspunkt irgendwo dazwischen und schieße auf den Fuchs, den wir wegen der Sonne ein bisschen schlecht sehen. Ich gehe mal rein in seine Höhle. 2 Füchse sogar. Einer sitzend und einer laufend auf seinen Fuchsbau. Die werden wir jetzt noch beschießen und dann sind wir soweit durch mit dem Parcours in Bad Belzig. Fazit gibt es da noch. Jetzt geht es erstmal auf die Füchse. Kommen wir nun zum Fazit von dem Bogensportparcours hier in Bad Belzig. Ich für mich selbst muss sagen, geiler Parcours, super abwechslungsreich. Auch hier sieht man ähnlich wie auf dem Parcours aus Helsa, der definitiv, um das nochmal zu betonen, ein Musterbeispiel ist für hübsche Parcours, dass die Leute sich einfach Gedanken machen. Die Zwischenstücke zwischen einzelnen Zielen und Etappen sind hier markiert, falls man sich in die Schussbahn laufen könnte, als Gefahrenstellen, dass man da definitiv nicht durchgeht. Sicherheit wird hier also groß geschrieben. Die Flöcke sind super gut zu erkennen überall. Es gab hier auf dem Parcours nicht ein einziges Mal innerhalb der 3 Stunden, die die ganze Tour gedauert hat, für mich die Situation, dass ich nicht gewusst hätte, wo es genau lang geht zum nächsten Ziel. Ansonsten habt ihr anfangs gesehen, bekommt man eine Kladde in der Schublade vom Schussbuch, wo auch tatsächlich eine kartografische Skizze und ein Lageplan mit dabei ist. Sehr vorbildlich auf jeden Fall, dass die Parcoursbesucher, die vielleicht irgendwie aus dem Umland kommen oder hier nicht Locals sind, sich zurechtfinden können. Cool gemacht. Auch abwechslungsreiche Ziele zwischendurch. Einfach mal so eine Ruckelplatte eingebaut. Wie schon gesagt, hätte meiner Meinung nach ein bisschen mehr ruckeln können, aber sei es drum. Wichtig ist, finde ich, immer nur, dass man sieht, dass da tatsächlich was gemacht wird, was ein bisschen weggeht vom Standard. Nach Ziel 28 wäre hier noch gekommen die RunningLucy, ist ein bewegtes Schwein auf einer Schienenanlage. Lasse ich jetzt aus, weil ich nicht genau weiß, ob ich die, ohne dass jemand dabei ist, einfach so betreiben darf oder nicht. Ich denke mal, da findet man aber im Internet bereits von den Bad Belziger Schützen hier Videos oder auch Fotos davon. Ansonsten kostet das Ganze 5 Euro für, ich glaube, 20 Minuten drauf zu schießen. Das sollte man definitiv mal gemacht haben. Auch sehr cool gemacht, Ziel 28, so wie beschrieben, da musste man sich zwischen den zwei Flöcken ein flexibles Ziel oder einen flexiblen Schusspunkt aussuchen. Auch ein bisschen was Innovatives, einfach was ablenkt von den Standardsituationen und das Ganze ein bisschen aufpeppt, finde ich cool. Was hat man noch dabei? Bewegliche Zielscheibe, wo ich erst dachte, oh Gott, warum hängt man da eine Zielscheibe mitten in den Wald? Und das bringt mich eigentlich auch zum einzigen, oder fast einzigen Kritikpunkt. Wirklich Kritik ist es auch nicht, es ist halt jedermann ein bisschen unterschiedlich. Meine Sache ist es einfach nicht, wenn ich auf dem Parcours bin, irgendwie auf Scheiben zu schießen. Und deswegen Ziel 27 war an der Stelle nichts für mich. Aber das ist ja jedem seins, wie schon gesagt, auch kein wirklicher Kritikpunkt. Also definitiv der Parcours absolut empfehlenswert, schön ausgeschildert, um das nochmal zu betonen. Richtig nice. Den Schlüssel bekommt man im Übrigen an der Optik, wenn man jetzt nicht zu Zeiten da ist, wo der Parcours sowieso besetzt ist. Unter der Woche kann man sich den direkt in Bad Belzig, wenn man aus dem Bahnhof kommt, ist es nicht weit bis zum Marktplatz. Da kann man sich dann in der Optik die Brille oder zur Brille, die Brille glaube ich, einen Schlüssel holen, kann das Parcoursentgelt direkt bezahlen, seinen Personalausweis kopieren und den Schlüssel dafür erhalten. Super Sache, mir hat es heute viel Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Parcoursvorstellung auf Bogensportblog.de oder auf Facebook. Bis dahin, viel Spaß noch!